So, zurück bei Mass Effect. Ha! Also, wir sind hier noch. Wo sind wir? Was machen wir hier eigentlich? Genau, wir reden mit Officer Dara wegen unserer Asari-Freundin. Wir wollen nämlich ein Asari rekrutieren für unseren Trupp. Kann ich Ihnen irgendwie behilflich sein? Ich suche eine Asari-Kriegerin namens Samara. Oh nein, was hat sie getan? Hat sie jemanden umgebracht? Was wäre, wenn? Keine Ahnung. Sagen Sie mir einfach, wo sie ist. Sie sind genau der Typ, der eine Justikarin wahnsinnig macht. Sie ist die Erste hier in Nos Astra und ich fürchte, sie wird demnächst das Feuer eröffnen. Sie ist vor einigen Stunden zum Raumhafen gegangen. Wenn Sie dorthin wollen, können Sie sich an dem Stand auf dem Balkon da ein Taxi kommen lassen. Seien Sie einfach höflich, wenn Sie ihr begegnen. Justikarinnen verkörpern unsere höchsten Gesetze und bleiben normalerweise im Gebiet der Asari. Sie ist den Umgang mit Aliens nicht gewohnt. Untersuchen. Sorgen um Samara. Samantha. Ha, warum lese ich Samantha? Samara. Sorgen um Samara. Ist Samara wirklich so gefährlich? Wenn Sie sich an die Gesetze halten, haben Sie nichts zu befürchten. Und eine Justikarin würde für den Schutz Unschuldiger ohne Zögern ihr Leben geben. Wenn Justikare auf etwas Böses stoßen, müssen sie es beseitigen. Bei den Asari klappt das ganz gut. Aber es macht mich nervös, dass eine hier ist, solange andere Spezies etwas anstellen könnten. Okay, untersuchen. Besorgnis wegen Aliens. Warum machen Sie sich Sorgen darum, dass andere Spezies mit ihr in Kontakt kommen? Wenn eine Justikarin eine Asari tötet, gehen wir davon aus, dass es gerechtfertigt war, selbst wenn keine Beweise vorliegen. Aber wie ist das bei einem Menschen? Glauben Sie, die Allianz würde ihre Motive verstehen und ihre Autorität anerkennen? Das schaffen sie doch nicht mal bei ihren eigenen Religionen. Würde die Allianz das verstehen und akzeptieren oder würde sie Beweise verlangen? Dann würde ich nämlich ordentlich in der Klemme stecken. Schön, dass das, was sie sagt, auch mit dem Untertitel übereinstimmt. Justikare. Erzählen Sie mir mehr über die Justikare. Sie sind ähnlich wie Spectres. Sie reisen durch das Gebiet der Asari, beschützen die Schwachen und bestrafen die Schuldigen. Mit einer Waffe. Die meisten sind auf irgendeiner lebenslangen Mission, aber sie kümmern sich unterwegs um jedes Unrecht, was zu Problemen führen kann. Sie sind ein ehrwürdiger alter Orden, den wir verehren. Dennoch ist es beunruhigend, einen von ihnen in Nos Astra zu wissen. Wem unterstehen Sie? Spectres werden vom Rat autorisiert. Wen repräsentieren Justikare? Was? Das ist wie... Ich kenne dafür keine gute menschliche Metapher. Sie stehen für ihren Kodex. Unseren Kodex. Es ist mehr eine religiöse Gruppierung als eine Abteilung der Polizei. Keine gesetzestreue Asari würde die Befehle einer Justikarin anzweifeln. Sie sind völlig unabhängig und nur ihrem eigenen Kodex unterworfen. Eine Justikarin würde lieber sterben, bevor sie ihren eigenen Kodex verletzt. Schön, dass wieder der Untertitel mit dem Gesprochenen übereinstimmt. Naja, gut. Wo ist sie hin? Ich suche Samara. Ich sagte Ihnen doch, sie ist beim Raumhafen. An dem Stand auf dem Balkon da können Sie ein Taxi rufen. Ich frag's nochmal, dann hat sie das Gefühl, ich bin behindert. Ich suche Samara. Ich sagte Ihnen doch, sie ist beim Raumhafen. An dem Stand auf dem Balkon da können Sie ein Taxi rufen. Einmal muss ich noch. Ich suche Samara. Ich sagte Ihnen doch, sie ist beim Raumhafen. An dem Stand auf dem Balkon da können Sie ein Taxi rufen. Also gut, ein Taxi rufen. Reden wir die ganze Zeit von Samara und dann frage ich am Ende noch, wo ist Samara? Ja, ganz gut. So, also, wir suchen Samara. Ich glaube, ich muss nochmal zurückgehen und sie fragen, wo Samara ist. Nein, also, Raumhafen. Wir kommen. Ja. Ladebildschirm. Ich sagte, wir kommen. An dieser Stelle musst du aufhören zu laden und... Richtig. Dankeschön. Also, Grunt und... Ich weiß nie, wie man es richtig ausspricht. Tane. Annehmen. Das haben wir letztes Mal schon gemacht. Los geht's. Wo wollen Sie denn hin?
Ich bringe meine Ware nach Omega, Detective. Sie gehen nirgendwo hin, Händler. Nicht bevor ich diesen Mord aufgeklärt habe. Ich hatte nichts damit zu tun. Es waren diese üblen Söldner, die Sie offenbar nicht loswerden. Das Opfer war Ihr Geschäftspartner und Sie gehören zu den Verdächtigen. Ich gebe Ihnen Bescheid, wenn Sie gehen dürfen. Was ist mit der Justikarin, die gerade aufgetaucht ist? Alle sagen, sie dreht vielleicht durch und greift zur Waffe. Ich muss hier weg. Sie schießt nur auf Kriminelle. Sie hätten also mit Sicherheit nichts zu befürchten, Pitney Four. Ich bin auf dem Revier, wenn Sie mich brauchen. Wir sprechen mal mit Pitney Four. Was wollen Sie? Ich habe schon Söldner an den Hacken, die mich umbringen wollen, genau wie meinen Partner. Ich brauche nicht noch mehr Ärger. Als ob das nicht schon genug wäre, ist heute Morgen auch noch eine Asari-Justikarin aufgetaucht. Alle Einheimischen haben Angst vor ihr. Ich muss von diesem Planeten verschwinden. Warum sind alle so nervös? Hat Samara schon etwas Handfestes unternommen? Die Asari sagen, dass die Justikare im Kampf absolut tödlich sind. Und wenn sie nur den Hauch einer Bestechung riechen, fangen sie schon an zu ballern. Und Bestechungsfälle sind hier wirklich nicht schwer zu finden. Wissen Sie, wo sie ist? Sagen Sie mir, wo ich die Justikarin finde. Sie ist in der Gasse, in der mein Geschäftspartner ermordet wurde. Ein Detective hat den Tatort abgeriegelt. Wenn Sie dorthin wollen, müssen Sie mit ihr reden. Gut, wir untersuchen das kurz. Einzelheiten des Verbrechens. Warum glauben Sie, dass es Söldner waren? Doug Nikur ging letzte Nacht durch eine dunkle Gasse, als ihn jemand mit einer Schrotflinte erledigt hat. Ich habe seine Leiche heute Morgen gesehen. Sie haben spezielle Patronen benutzt. Und das bedeutet, es waren Eclipse-Söldner. Was ist mit den Söldnern? Sie wissen doch etwas über diese Eclipse. Ich mache hin und wieder Geschäfte mit ihnen. Aber nur in Begleitung meiner Wachen und an gut erleuchteten Orten. Und erst wenn geklärt ist, dass sie flüssig sind. Ein hinterlistiger Haufen, sogar für Söldnerverhältnisse. Sie verkaufen roten Sand und alles mögliche illegale Zeug. Und sie sind allesamt kaltblütige Killer. Trotzdem macht er Geschäfte mit ihnen, okay. Mordmotiv. Warum sollten die Söldner ihn umlegen? Und wie kommen sie darauf, dass sie auch auf der Liste stehen? Ich habe keine Ahnung. Wir sind harmlose Kaufleute. Aber sie haben ihn getötet, das heißt, dass sie auch hinter mir her sind. Ich muss meine Verbindungen spielen lassen und von hier verschwinden. Mord am Partner. Der Tod ihres Partners scheint sie nicht allzu sehr getroffen zu haben. Doug Nikur kannte die Risiken, als er sich der Raumfahrt widmete. Im Moment mache ich mir nur um mich selbst Sorgen. Es ist im Moment ungesund, ein Volus auf dem Raumhafen Nos Astra zu sein. Vor allem, wenn man Pitney Four heißt. Auf Wiedersehen. Ich muss jetzt gehen. Okay. Hier ist alles zu. Ich frage mal den turianischen Arbeiter. Die Polizei gibt es nicht zu, aber die Eclipse-Schwestern beherrschen diese Gegend. Die Eclipse-Schwestern. Okay. Kann man mit euch sprechen? Hier gibt's nichts zu sehen. Weitergehen. Okay. Ich bin ja nur Spectre, Raumhafenbeamter. Ich wollte früher auch mal Justikarin werden. Vermutlich wie jede Asari. Okay. Mal kurz die medizinische Station öffnen. Irgendwo habe ich's gesehen. Wo ist das? Nein. Nur hier. Da. 100 Credits. Dann bin ich voll. Hübsche Waffen.
Bitte nicht in meinem Bezirk abfeuern. Was kann ich für Sie tun? Ich suche eine Asari-Kriegerin namens Samara. Wenn Sie eine Rechnung mit Samara zu begleichen haben, dann bitte woanders. Ich habe hier schon mehr als genug Ärger. Ich brauche Ihre Hilfe. Ich muss Samara für meine Mission rekrutieren. Dann sind wir auch schon wieder weg. Justikare arbeiten zwar normalerweise allein, werden aber nahezu magisch von unmöglichen Aufgaben angezogen. Das sind die Besten. Wenn Sie sie aus meinem Bezirk rausschaffen, bringe ich sie umgehend zu ihr. Sie ist am Tatort. Warum ist sie hier? Sie haben sie an einen abgesperrten Tatort gelassen? Ich bin Polizistin. Ein Justikar hat meine volle Kooperation. Außerdem ist sie schon länger am Tatort, als es uns beide gibt. Sie kann auf sich selbst aufpassen. Wollen Sie sie loswerden? Sie sind sehr begierig darauf, Samara aus Ihrem Bezirk zu kriegen. Meine Bosse wollen, dass ich sie einsperre. Sie haben Angst, sie würde irgendeinen Vorfall mit mehreren Spezies provozieren. Aber ihr Justikar-Kodex lässt nicht zu, dass man sie verhaftet. Wenn ich es versuchen würde, müsste sie mich umbringen. Ich will aber nicht sterben. Wenn Sie sie also mit irgendeiner ehrenvollen Sache fortlocken könnten, bevor ich meine Befehle erfüllen muss, würde mich das sehr freuen. Und ich würde Ihnen behilflich sein. Befolgen Sie den Befehl nicht. Ihre Vorgesetzten schicken Sie ohne guten Grund in den sicheren Tod. Sie haben ein Recht, solche Befehle nicht zu befolgen. Jedes Mal, wenn Shepard etwas Unmögliches von uns verlangt, muss ich mir in Erinnerung rufen, dass ich freiwillig hier bin. Also ungefähr zweimal täglich. Ich habe gute Gründe. Ich habe das... Sagt er das einfach zweimal täglich. Ich habe gute Gründe. Meistens bin ich aber nicht so dämlich, was man von Anayas Vorgesetzten nicht behaupten kann. Ich bin Polizistin und kenne meine Pflichten. Mir wurde befohlen, sie zu verhaften und das werde ich auch tun. Außer ich bringe sie dazu, vorher meinen Bezirk zu verlassen. Gut, wie komme ich hin? Wie komme ich zum Tatort? Es ist gleich um die Ecke. Gehen Sie raus und dann links. Suchen Sie nach der Polizeiabsperrung. Ich sage Bescheid, damit man sie durchlässt. Vorsicht, die Eclipse-Söldnerinnen hier treiben sich seit kurzem in diesen Nebengassen herum. Tatort. Sie erwähnten einen Tatort. Ein Händler der Volos wurde ermordet. Die Arbeit eines Profis, also kein Junkie, der sich Stoff beschaffen wollte. Meiner Vermutung nach war es die hiesige Eclipse-Söldnertruppe. Beweisen kann ich es nicht, aber wenn der Volos auch Dreck am Stecken hatte, war es vielleicht nur eine Geschäftstransaktion, die aus dem Ruder gelaufen ist. Untersuchen, Söldner. Was muss ich über diese Söldner wissen? Eclipse-Söldner sind professionelle Killer. Sie verkaufen roten Sand, handeln mit illegalen Waffen und schmuggeln Kriminelle raus. Sie kontrollieren einige der Nebengassen hier. Ihr Versteck konnte ich leider noch nicht aufspüren. Untersuchen, Justikare. Was können Sie mir über Justikare erzählen? Sie sind eine Art Menschen, nennen sie manchmal Kriegsmönche. Sie leben nach einem komplizierten Kodex, der ihnen befiehlt, die Bösen zu bestrafen und die Reinen zu beschützen. Sie sind seit Jahrtausenden ein Teil der Asari-Kultur. Ich habe schon als Kind Abenteuergeschichten über Justikare gelesen. Meinung über Samara. Was halten Sie von Samara selbst? Sie ist schon länger als 3 Menschenleben Justikaren. Wer immer sie war, bevor sie ihren Eid abgelegt hat, ist lange tot. Okay. Angst vor Samara. Samaras Anwesenheit scheint die Leute nervös zu machen. Asari bewundern Justikare. Aber wir wissen auch, dass sie ohne jede Gnade sind, wenn sie auf Korruption stoßen. Und die Justikare lassen den Asari keinen Freiraum. Was will sie hier? Ich bezweifle, dass es nur um den Mord an einem korrupten Volos geht. Gut, auf Wiedersehen. Wir wissen genug. Ich muss gehen. Viel Glück. Wir sollten Samara finden, bevor dieser Detective sich auf die Suche nach ihr macht. Das sollten wir wirklich. Darf ich jetzt hier durch? Okay. Wir laden die Nachricht mal hoch. Oh, ich zücke die Waffe.
Na dann. Ganz kurz hier runter. Dankeschön. Der Rest vom Bravo-Team soll sich fertig machen. Das Alpha-Team ist vor 20 Minuten der Justikarin hinterher und hat sich. So. Okay. Okay. Die Justikarin hat also Probleme. Holy moly. Das waren meine besten Leute. Sagen Sie mir, was ich wissen will, und ich bin sofort weg. Wo haben Sie sie hingeschickt? Sie glauben, ich verrate Sie? Sie würde mir Schmerzen zufügen, die Sie sich nicht vorstellen können. Wie hieß das Schiff? Ihr Leben hängt von der Antwort ab, Lieutenant. Selbst wenn Sie mich töten, wird eine von uns Sie kriegen, Justikarin. Wie hieß das Schiff, mit dem sie geflohen ist? Oh, fahren Sie zum Teufel! Mögen Sie Frieden in den Armen der Göttin finden. Mein Name ist Tamara und ich diene dem Justikar-Kodex. Meine Gegner sind die Eclipse-Schwestern. Aber jetzt stehen drei gut bewaffnete Kämpfer vor mir. Sind wir Freunde oder Feinde? Freunde. Ich bin Commander Shepard und ich brauche Ihre Hilfe bei einer wichtigen Mission, Samara. Das ehrt mich, aber ich stecke mitten in einer Ermittlung. Ich bekämpfe die Kollektoren. Sie müssen mir helfen, die Kollektoren zu besiegen. Die Kollektoren sind ein würdiger Gegner. Ich würde mich sehr gerne mit ihnen messen. Aber ich bin auf der Suche nach einem höchst gefährlichen Flüchtling. Ich hatte sie hier in die Enge getrieben. Aber die Eclipse-Schwestern haben sie weggebracht. Ich brauche den Namen des Schiffes, auf dem sie war, bevor die Spur kalt wird. Ich wünschte, sie würden den Menschen begleiten, Justikarin. Ich habe Befehl, sie zu verhaften, wenn sie nicht gehen. Sie gehen ein großes Risiko ein, indem sie ihre Befehle befolgen, Detective. Zum Glück muss ich mich nicht weigern. Mein Kodex verpflichtet mich dazu, einen Tag lang mit ihnen zu kooperieren. Danach muss ich meine Ermittlungen fortsetzen. So schnell kann ich sie nicht wieder freilassen. Sie werden mich nicht aufhalten können. Vielleicht kann ich helfen. Es muss doch eine Lösung geben, wie wir alle bekommen, was wir wollen. Ich weiß eine Lösung. Während ich in Verwahrung bin, finden Sie den Namen des Schiffes heraus. Wenn Sie das tun, schließe ich mich Ihnen an. Dann ist dem Kodex Genüge getan. Wo soll ich anfangen? Nein, warte mal. Justikare, ich will das mal von ihr wissen. Können Sie mir mehr über Justikare erzählen? Wir sind Individuen, die Familie, Kindern und weltlichen Besitz abgeschworen haben. Von ein paar Waffen und Panzerung mal abgesehen. Wir durchreisen das Gebiet der Asari und machen geschehenes Unrecht wieder gut. Gemäß dem uralten Kodex, den wir alle auswendig gelernt haben. Warum Asari-Gebiete verlassen? Ilium wird zwar von Asari beherrscht, liegt aber nicht in ihrem Gebiet. Meine Feindin ist hierher geflohen. Ich habe geschworen, sie zur Strecke zu bringen und ich werde ihr überall hin folgen. Ein Justikar verlässt nur selten das Gebiet der Asari, aber ich muss meinen Schwur halten. Wenn das zu meinem Nachteil gerät, werde ich es akzeptieren. Gut, wo soll ich anfangen? Haben Sie irgendwelche Spuren? Der Volus-Händler Pitney Four ist darin verwickelt. Eclipse-Söldner wollten ihn aus dem Weg räumen. Holen Sie die Wahrheit aus ihm raus. Er kennt vielleicht einen Weg in die Eclipse-Basis. Nun, ich muss zurück auf mein Revier und sie muss ich wohl mitnehmen. Ich danke Ihnen, Shepard.
Pitney Four, mein lieber Freund, was stimmt nicht? Hallo Erdenclan. Haben Sie mit dem Detective gesprochen? Reden Sie. Warum sind die Söldner hinter Ihnen her? Ich weiß nichts von irgendwelchen Söldnerinnen, Erdenclan. Ich bin nur ein... Ach, herrje. Bitte nehmen Sie das weg. Ich werde auch kooperativ sein, das schwöre ich. Erzählen Sie mir alles darüber. Ich habe eine Chemikalie nach Ilium geschmuggelt, die im Kampf Biotikkräfte verstärkt. Und giftig ist sie außerdem. Ich habe möglicherweise vergessen, Letzteres gegenüber Eclipse zu erwähnen. Darum sind sie jetzt ungehalten und wollen mich umbringen. Es ist ihre eigene Schuld. Es klingt, als wären sie ein Betrüger, dessen Praktiken sich jetzt endlich einmal gerecht haben. Völlig richtig. Aber ich hätte nicht so lange als Händler überlebt, ohne zu wissen, dass man bei guten Geschäften manchmal ein wenig großzügig mit der Wahrheit sein muss. Ich brauche einen Schiffsnamen. Eclipse hat kürzlich jemanden von dieser Welt geschmuggelt. Ich brauche den Namen des Schiffes, das sie weggebracht hat. Ich weiß nichts darüber, dass sie Leute schmuggeln. Aber in ihrer Basis gibt es darüber bestimmt Unterlagen. Ich habe einen Passierschein, der ausgestellt wurde, damit ich meine Ware importieren konnte. Ich musste ihn zwar abgeben, habe aber zufällig noch eine Kopie davon. Nehmen Sie ihn. Aber Vorsicht. Jede Eclipse-Schwester muss einen Mord begehen, um sich ihre Uniform zu verdienen. Sie sind alle sehr gefährlich. Na, immerhin. Immerhin. Ja, ein bisschen abtrünnig musste ich dieses Mal sein. Police. Nun gut, also. Wir bleiben hier mal ganz kurz stehen. Ich mache an der Stelle eine Pause. Und in der nächsten Folge schauen wir dann, dass wir hier an... den Schiffsnamen bekommen, um die heiße Asari Justicarin in unseren Bann zu ziehen. Ach, jetzt habe ich es wirklich so gesagt, dass sie sich uns anschließt. Gut, ich freue mich darauf. Wir sehen uns in der nächsten Folge von Mass Effect. Bis dann.